Hi! Und Hallöchen! Jetzt wieder mit richtiger Begrüßung. Frisch aus dem Bett gepolt. Ja, ne? Wir haben jetzt, nachdem wir gestern das innovativ gemacht haben, mal. Mal was Neues, ne? Man muss ja mal neue Dinge ausprobieren, sag ich immer. Und dort ist ein auch Creeper. Schön improvisiert. Ein schönes, tolles. Was ist das für ein Loch? Es ist noch von irgendeinem Creeper, der da mal hochgegangen ist. Das muss ich mal irgendwann noch ausbessern. Okay. Ja, meine Güte. Voll die Party hier. So, warum reibt sich der Hase so an dem Zaun, wo das Schaf steht? Weiß nicht. Ich will's gar nicht wissen. Immer dieser Rammler. Ich auch nicht. Ja, wahrscheinlich. Und jetzt müsste auch gleich der erste Wasserstrahl fertig sein. Ja, es ist vollbracht. Sehr schön. Du baust das dann gleich direkt auch zu, oder wie machen wir das? Ich wollte jetzt erstmal die anderen Dinger hier bewässern. Ja, nicht. Ich meine nur, aber baust du dann hinterher zu, ne? Ja, klar. Klar. Ne, klingt gut. Ich glaube mal eben den Stein hier raus, dass wir hier das vernünftig anlegen können. Eigentlich könnte man echt wie so eine kleine Hütte hier dann so am Ende des Berges hier so noch draufsetzen, weil das läuft mir hier zu schmal zu, weißt du, da brauche ich das Feld auch nicht mehr hinziehen. Dann könnte man hier hinten irgendwas dran setzen, vielleicht noch so eine Kleinigkeit auch. Ach ja. Nicht aber gut, dass wir das jetzt endlich hinbekommen haben, dass dann hier, ja, eigentlich so die Standardsachen dann auch endlich überall wachsen bei uns, ne? Ja. Also nahrungstechnisch könnte es uns jetzt momentan nicht besser gehen, finde ich. Ja, das stimmt. Wir haben die freie Auswahl. Schön ist ja vor allen Dingen, dass das gerade mit den Kartoffeln, ich mag mich jetzt irren, auch da darf man mich gerne jetzt berichtigen, aber ich glaube gerade Kartoffeln, es ist ja nicht überall gleich viel, ne? Dass wenn du was isst, dass also einerseits wie viele Hungerpunkte du wiederbekommst, ich glaube, das ist doch auch sogar dann unterschiedlich, wie lange das auch anhält, oder? Ich habe keine Ahnung. Oder vertue ich mich da jetzt? Da ich mag ich mich keine jetzt keine Ahnung. Also darf man mich gerne berichtigen, aber ich glaube, Kartoffeln waren somit eines der besten Nahrungsmittel tatsächlich, gerade wenn sie dann gebacken sind. Mhm. Insofern, die dann endlich bald haben, ist natürlich sehr, sehr cool. So, ich mach das mal gerade erstmal zu. Ja, kriegst du wohl zu. Oh, keine Erde mehr. Nehmen wir die da. So. Ich wollte den Slab jetzt nicht auf die Fackel stellen. Ups. Oh, Hups ist neu, sonst sage ich immer Huch. Huch? Hups? Ja. Es hört mit den Innovationen nicht auf, ne? Letztes Mal die neue Begrüßung, jetzt mache ich hier ganz neue Laute. Die kennt man noch gar nicht von Minecraft Let's Playern. Ja, ne? Ja. Hups ist irgendwie selten, glaube ich. Warum eigentlich? Ist ein schönes Wort. Oh, Und anstelle von so kann man ja auch Hach sagen. Warte mal, hier machst du den Abschluss dran. Das heißt, machen wir dann hier einfach noch eine Reihe aber dran? Das wird Sinn machen, ne? Ja, dass wir hier noch. Das meine ich, hier so. Ein breiter? Oder wollten wir das nicht ein breiter machen? Ich habe keine Ahnung. Also müssen wir nicht. Ist ja nicht so, als wenn das jetzt zu klein wäre, ne? Aber. Was? Wie gesagt, man muss es nicht. Irgendwas falsch gebaut? Ja, ich habe Wasser zugebaut. Das ist dann. Okay. Ne? So, ich schau mal gerade jetzt hier. Wir sind hier, wo ist denn hier ungefähr mittig? Hast du noch Holz? Ich habe. Ja, hab noch Holz da. Danke. Schön, 33 Stück. Warte mal, hab ich's noch gesammelt? Hab ich noch Eichenholz. Sieht immer so ein bisschen doof aus. Aber wir haben ja unten die Plantage, also ist ja nicht so, als wenn wir da nichts holen könnten. Ich denke aber, das könnte reichen. So, ich schaue jetzt mal gerade was. Wie breit möchten wir den Weg in der Mitte haben? 2, 3 Felder? Welche Mitte? Also wo, genau? Zwischen den Feldern. Was machen wir da? 2 Felder?
zwei Blöcke Breite passt, ne? Ja, denke ich mal. Muss ja jetzt nichts Übertriebenes sein. Fängt man da an, da geht der Abschluss noch um. Okay, so, dann kann ich mich anfangen, hier reinzugraben. Ja, machen wir das bis da. Mhm. Warte mal, irgendwie mache ich jetzt gerade von den dummen Denkfehler. Hier in der Mitte muss ich Holz reinmachen, oder? Wie mache ich den Weg denn jetzt? Weißt du was, die mache ich jetzt hier mit Cobblestone, weil da habe ich so viel von. Dies ist aber ein Denkfehler von mir. Ich habe nichts gesagt, ignoriere mich. Das war jetzt dumm. Mache ich uns das mit Stein in der Mitte? Mach gerade voll den Denkfehler schon wieder, glaube ich, oder? Versuche ich hier gerade. Ich habe keine Ahnung. Was ist das? Da kommt Wasser rein. Brauche ich das gar nicht? Ich mache gerade totalen Unsinn, ernsthaft. Ich bin gerade zu blöd, ein Feld anzulegen. Ja gut. Ich mach gerade Unsinn. Ignoriere mich. Ich bin gerade, irgendwie habe ich eine sehr merkwürdige Denkweise, die ich selber gerade nicht mehr nachvollziehen kann. So, eigentlich würde ich ja das tiefer machen. Da käme nämlich, da Wasser reinmachst, dann wird das zugebaut. Okay, so, dann kommt da nämlich wieder Erde hin. Gott, ich mache hier echt Unfug gerade. Da kann das Wasser rein, das darfst du dann zubauen. Ja. So, dann haben wir da zwei, dann kommt das dahin. Da kommt das Wasser wieder rein. Mach du mal, ich mache mir meinen Plan, wie ich das mit den Wohnhäusern regle. Mach das, mach das. Bist du im Zeug, oder die Eimer hier, dann mache ich einfach die Felder hier fertig. Ja, ich packe sie dir hier in der Kiste. Sehr schön. Beziehungsweise, ich begebe mich, glaube ich, eher auf den Weg und suche Gravel. Das ist, glaube ich, sinniger. Ja, ist nicht die schlechteste Idee, da ist was dran. Dann werde ich mir jetzt gleich ein paar Eisenschaufeln machen und... Oder haben wir noch einen Diamanten? Wir müssten noch ein oder zwei haben. Wäre es okay, wenn ich das für eine Schaufel nutze? Ja, klar. Weil dann. Immer raus damit. Ne, wir müssen sowieso bald mal wieder auf Diamanten- und Erdsuche gehen. Ja, ne, mach das ruhig, das ist kein Ding. Das kannst du ruhig alles benutzen. Ich meine, dafür sind die Sachen da letzten Endes, ne? Was sollen wir das jetzt 3 Jahre bunkern? Ich meine, mal ein bisschen Eisen oder sowas vorrätig zu haben, macht natürlich Sinn, weil wenn wir irgendwann hier Schienennetze bauen und sowas, okay, aber. Wir müssen ja echt nicht alles bunkern, weil das einfach gar keinen Sinn ergibt dann. Mhm. Oh, schon wieder keine Schaufel. Doch, da habe ich noch eine. So, war das richtig? Ja. Dann kommt da noch was hin. Shoot, shoot. So, und daneben mache ich nichts mehr. Das passt. Okay, haben wir denn noch hier von den Dings, von den Slabs noch welche? In Zweifelsfalle. Weiß es nicht. Oder haben wir die jetzt alle verbraucht? Ich will erstmal gucken, wo du die Sachen reingepackt hast. Eimer. Eimer haben wir da. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, dann brauche ich noch eine Spitzhacke. Beziehungsweise ein paar Spitzhacken. Machen wir mal gerade so eine Wasserquelle hier vorne hin. Ja, mal da. So. So, ich denke mal, damit kann ich arbeiten. Ja, das sieht gut aus. Gut. Schön ist, jetzt passt die Tageszeit wenigstens und ich sehe mal vernünftig, was ich hier gerade mache. Nee. Ist immer doof mit Wasser halt, ne? So, da noch rein. Wo gehe ich denn da am besten hin, wo wir noch nicht waren? Oh, das kann ich dir auch nicht sagen. Und am Ende finde ich dann nicht mehr zurück. Das wäre nämlich auch noch...
Ja, daran bist du gut. Soll ich dir den Kompass mitgeben? Nein, 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 Bevor du jetzt nein. auf große Odyssee gehst. Ernsthaft. So große Odyssee gehe ich gar nicht. Ich gehe einfach vom Lagerhaus geradeaus weg, bis ich eine Höhle finde. Aber auch nur geradeaus. Ich erinnere dich nur an, das kommt mir bekannt vor. Ich glaube, da vorne ist das Dorf. Oh nee, warte, hier war ich doch noch nie. Ja. Passend auf, dass es jetzt natürlich schon wieder dunkel wird, ne? Ich bin jetzt einfach dort in diesem riesigen vulkanischen Gebiet, wo wir eh was bauen wollen. Ne? Von da aus würde ich ja noch zurückfinden, bestimmt. Bestimmt, sagt Sagte er. er und ist dann auf einmal in einem Dschungelbiom. Ja, eben. An sowas dachte ich jetzt gerade auch schon. Vielleicht findest du ja die Insel mit den Wölfen aber wieder. Du weißt ja, die wir nie wiederfinden werden sonst. Wir Das wäre hatten jetzt total geil. fünf Hunde. Die sind weg! Die sind weg! Oh, ich finde das hier immer noch so episch. Hier unter diesem Berg, unter dieser schluchtartigen Ding hier einfach. Dieses riesige Loch in dem Berg. Das sieht so geil aus. Ach, Minecraft, ich liebe dich. So, das hätte ich angelegt. Okay. Wie ist denn er? Dann kann das einmal weg und das einmal weg. Überlege gerade, wie ich das mit der Beleuchtung hier anstellen möchte, dann. Wird auch noch interessant. Na gut, so, ich fange mal einfach irgendwo an. Ja, das denke ich mir auch hier gerade. Ich fange mal irgendwo an, hier reinzugehen oder so, und dann bin ich wieder draußen. Ist schön. Ja, fertig, das ging schnell. Hä? Fang mal irgendwo an. Oh, Möhren alle. Oh. Naja, sind aber alle eingepflanzt. Das passt. Ja, dann verdoppelt sich bald unser Möhrenstand und dann sind's Richtig, richtig. so viele, dass wir schon zu viele Möhren haben. Dann wissen wir schon gar nicht mehr, wohin damit. So, ich pflanze auch direkt Kartoffeln schon mal ein. Gibt es hier wirklich nirgendwo schon eine Höhle, wo ich einfach reingehen kann? Das ist traurig. Weiter pflanzen, da auch noch pflanzen. Ich glaube, eine Reihe kriege ich noch hin. Okay. Na, komm her. Das ist echt ohne abzuzählen genau 16 breit gemacht. Ist ja auch geil. Ja, tatsächlich, habe ich tatsächlich gemacht. Boah, Cool. das ist natürlich hier Ja, das war nicht Skill. der Plan, aber es hat funktioniert. Na gut. So, dann nehmen wir das mal, machen wir das wieder zu. Auch ja keiner. Okay, ja, ich lasse die Fackeln jetzt mal gerade drin. Ist jetzt für den Moment auch egal. Ich weiß gerade gar nicht, wie ich das jetzt halt, wie gesagt, mit der Beleuchtung machen möchte. Das ist natürlich ein bisschen dumm. Könnte aber vielleicht einfach so Zaundinger bauen, weißt du, und das dann so drüber machen. Das wäre ja noch eine Idee, oder? Ja. Ich baue mich jetzt hier einfach rein. Ich habe keinen Bock mehr, irgendwas zu suchen. An dem Weg dazwischen. Ja, okay, das wächst aber auch sehr gut hier. Was, wo ist das denn dann? Mal 5 dazwischen. Eigentlich brauche ich das gar nicht, ne? Das könnte ich hier mit Holz zumachen. Wird sogar passen. Also mit Stein. Aber ich mache das mit Stein jetzt hier wieder zu. Ups. War da ein Weg hin? Albern, dass ich dafür dann das Wasser extra reingemacht habe, aber ist ja auch egal. Ei und eins. Ah, das passt. Bei mir ist jetzt gerade voll die Strip-Mining-Folge, ey. Ich hab da. Ist doch langweilig. Ich hab keine Höhle gefunden. Ja, bei mir ist es jetzt auch gerade nicht das Spannendste der Welt, weil ich hier Felder anlege, ne? Das ist jetzt.
glaube, das haben alle schon mal spannender gesehen irgendwo. So, dann mache ich da auch schön Stein rein. Davon haben wir auch reichlich. Ja. Noch? Irgendwann müsste ich ja dort sein, wo ich sein will. Naja, das kriegen wir schon hin. Ja, irgendwann muss gerade wieder auftauchen, sonst ist hier. Aber wirklich schön, wie wir beide schon wieder so gerade Aha! jeder folgt zu seiner eigenen Aufgabe schon wieder gerade. Und hepp. So, wo habe ich jetzt gesagt, wo habe ich die? Da. Machen wir einfach zwei rein, das ist ja nicht schlimm. Da, da und da und da. Und da auch? Okay. So, du musst da noch hin, da, dort und hier und da ist schön. Heute ist ja auch noch Eine. der Quassel, also der Quassel-Stream. Ja. Ja, stimmt. Also während wir jetzt aufnehmen, nicht heute, wo die Folge rausgeht, aber. Sag mal, war das heute die Folge, wo Kovu und Yegi oder? Gegebenenfalls, weiß ich noch nicht. Ich muss auch Ja, nochmal ne? nachfragen. Also, Weil wir hatten ja so generell die Idee mit den, könnte man ja auch mal Gäste rannehmen, ne? Je nach Thema halt so, vielleicht mal. Deswegen, da kann ich aber noch nicht genau zu sagen. Ich frage mal nach, vielleicht, wenn nicht, ist ja auch nicht schlimm, das Nee, kriegen wir ja nee. auch sonst hin. Halt nur jetzt meine Frage, ob das heute war So, oder ganz viel nächste Woche bei Beleuchtung habe ich dir hier. dann, weil diese Woche ist ja bei mir das Stream. Was bei dir? Hatten wir nicht Ja. letzte Woche bei dir? Wir hatten letzte Woche bei dir. Hatten wir letzte Woche? Ah ja, Ja, wir hatten letzte stimmt. Woche bei dir. Ah, genau. Warte. Mein Gott, die komplette Verwirrung hier. Ja, Dünn. manchmal muss man halt überlegen. Nee, wie machen wir das eigentlich zur Streamwoche? Weil ich habe überlegt, während der Streamwoche wäre doof, wenn ich irgendwie nur 3 Stunden dann bei mir streame. Oder halt nur ein oder so. Ja. Sodass wir mal eine Schicht tauschen können. Weil ich bin ja eine Woche eh Klar, bei Lore. das lässt sich doch einrichten, klar. Dass wir dann das einfach so ein bisschen tauschen. Boah, ich hab einen Gravel, den kann ich dir geben. Geil, ne? Geil. Ich habe inzwischen Ist ja 35. Nee. total Ich awesome. habe inzwischen 99. Wow. Das heißt, irgendwas mache ich wohl falsch. Wir haben jetzt hier oben gerade mal kurz eine Baukiste. Ich pack das jetzt nochmal aus Faulheit da rein, die Sachen. Ja, ich habe dir ja zum Glück genug Kissen dort gelassen. Ja, richtig, richtig. So, eigentlich könnte man. Mache ich jetzt auch mal einfach. Brauche ich aber gar nicht damit machen. So, wie sieht's denn hier aus? Dann ernten wir doch mal ein bisschen. Was ist das denn? Warum ist da Erde? Was soll das? Ich habe keine Ja, also Ahnung. Gras. Warum ist da Gras? Soll doch ein schönes Feld sein. Da sollen auch Dinge wachsen. So, ich gehe mal eben hier schon mal eine Runde wieder ernten. Kann man nämlich schon wieder. Ach, kann man schon wieder. Ja, mit Ja. Wasser ist das, ne? Da läuft das auch schnell. Ja. Ich meine, gut, ich bin jetzt ja auch die ganze Zeit nebenan, ne? Klar, dann ist ja das. Kennt man ja das Prinzip, ne? Man muss ja halbwegs in der Nähe bleiben, damit das aktiv ist, damit dann irgendwas wachsen kann überhaupt. Oh, Eisen. Aber. Wo ich gerade so fleißig eben dazu gegangen bin, wuchert das jetzt natürlich schön hier. Machen wir sowas auch irgendwann? So ein völlig übertriebenes, vollautomatisiertes Feld? Gibt ja auch so Möglichkeiten. Habe ich Ja. bisher selber noch nie gebaut, aber ich weiß, dass es geht. Ja, dachte ich auch, aber nicht hier, weil das ist ja, ne? Ernsthaft, ich bin schon an Obsidianhöhe? Okay. Wow, wo bist denn du jetzt hingegangen? Ich bin einfach in den Berg gegangen und hab mich runtergebuddelt. Okay. Oh, Lava. Da und da. Da. Da, da, da. Da, da, da auch. Stroh für die Welt. Ach, schön. Nein, immer wieder schön. Diamanten konnte man nur mit Eisenspitzhacken abbauen, ne? Ja, nicht mit Stein. Damn. Boah, hast du welche gefunden? Nee, aber Achso, ich dachte jetzt schon. Es klang jetzt so. nur so zur Info-Runde mal für mich. Bevor du dann welche findest und dich da freudig draufstürzt, um dann hinterher enttäuscht zu sein, ja. Ja, heißt Diamant abgebaut, nichts bekommen. Ja, das wäre in der Tat ein bisschen enttäuschend dann, ja. Ja, aber ich glaube, ich gehe mal wieder nach oben. Ich So, baue mich machen mal da wir hoch. da und du bist auch fertig, ne? Ja.
Mein Gott, ist das reinste Mondscheingewächs hier. In der Nacht und ich ernte hier wie blöde und es wächst wie blöde. Schön. Was sagt denn die Uhr, sag mal? Uhr sagt, dass wir dann auch gleich Feierabend machen können. Okay. Mach mal eben das Feld aber auf jeden Fall auch noch fertig. Weiß ja nicht, wie es bei dir gerade so passend ja, aussieht. Ja, ich baue mich da hoch. Okay. Ja, dann machen wir da gleich kurz Feierabend, würde ich sagen, oder? Mhm. So, das eigentlich hier, das eine Feld habe ich jetzt soweit abgeerntet einmal. Also das mit dem, ne? Weißt du schon, mit dem Stroh. Ja. Boah, da ist aber auch einiges drin gewesen. Wow. Ja, das war jetzt wirklich sehr ordentlich. So, ich kann mir mal eben eine neue Hake schon mal bauen, aber die ist mir nämlich gerade direkt platt gegangen. Mal so und einmal so. Mhm. Okay. In irgendeiner Kiste hattest du auch schon Stroh drin. Wo war es denn? Ach, direkt da. So, noch weiter hoch hier. Gut, stellen wir das mal dahin. Irgendwie hing ich jetzt an der Truhe fest. Interessant. Ah. Die Truhe gut. Wollte dich nicht loslassen. Ja, das hier wächst jetzt nicht ganz so schnell gerade, aber ich glaube, es geht. Sieht aber gut aus, auf jeden Fall. Kartoffeln habe ich jetzt, du hattest mir ein ganzes Stack gegeben, die habe ich jetzt auch komplett eingepflanzt. Und ja, Möhren waren es ja nur 15 Stück, aber auch die wachsen langsam, aber bedächtig. Ja, jetzt auch nicht so groß das Feld, aber... Ja, aber passt doch. Ich sag mal so, gerade Möhren brauchen wir ja eigentlich hauptsächlich auch nur dann für die Viecher, ne? Mhm. Die geben ja auch nicht so viel Nahrung. Nee, deswegen. Also gut, ich meine, Kartoffeln bringen ja auch nicht so viel, aber ich habe immer das Gefühl, dass es relativ lange anhält. Deswegen sind die mir eigentlich immer ganz lieber als Nahrungsmittel. Mhm. Na gut, so, wie weit bist du denn? Sollen wir dann Feierabend machen? Oder ja, können wir gerne machen. Weg? Okay, ja nee, dann komm, dann machen wir an der Stelle erstmal Feierabend. Bin jetzt ein bisschen drüber, dann passt das, ja? Ja. Ah, dann würde ich sagen, bedanke ich mich wie üblich fürs Reinschauen. Ich auch. Und ja, dann mal einfach bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao.